Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal Herr Bravo LER. Nein, Spaß zur Seite. Ich dachte, ich erkläre euch das lieber, so die Aufgabe, die ihr machen müsst, in einem so kleinen Video, damit irgendwie alles mehr oder weniger klar ist. Es geht natürlich um Thema Freundschaft, das Thema, mit dem wir uns in den letzten Stunden beschäftigt haben und sehr wahrscheinlich auch nach den Ferien. Es ist eigentlich ganz leicht, aber es sind ein paar Punkte, die beschrieben werden müssen. Deswegen zeige ich euch das in einem kleinen Video. Und zwar, ihr müsst irgendwie eine kleine so Fantasieübung machen, indem ihr euch vorstellt, dass ihr ab morgen oder ab nächste Woche oder was auch immer, wann ihr euch das vorstellt, ihr seid im Ausland. Vielleicht um irgendwie eine andere Sprache zu lernen. Oder eure Eltern müssen umziehen, weil die dort arbeiten müssen. Egal. Der Punkt ist, dass ihr da alleine seid. Beziehungsweise ihr seid nur mit euren Eltern. Dort sind eure Freunde nicht mehr. Also ihr seid mehr oder weniger gezwungen, Freunde zu suchen. Okay? Also jetzt ist die... Was ihr machen müsst, ihr habt zwei Kärtchen, meinetwegen, die müssen nicht irgendwie farbig sein, es kann auch ein normales Blatt sein oder zwei normale Blätter sein. Auf einem Blatt schreibt ihr, ich suche. Okay? Ich suche. Und hier schreibt ihr stichpunktartig, was ihr eigentlich an Eigenschaften von einer Person interessiert seid. Okay? Also ich suche jemanden, der oder die zum Beispiel mit mir Fußball spielt oder mich gut zuhören kann. Also es müssen irgendwie Merkmale, Eigenschaften sein, die eure Freunde haben, also die Leute haben, mit denen ihr euch wohlfühlt. Meinetwegen auch, mit denen ich gerne shoppen gehen kann. Egal, okay? Also mit denen ich immer über meine Probleme reden kann und so weiter und so fort. Es gibt Millionen Sachen. Dann, es ist wichtig, dass wir eine Reflexionübung macht und überlegt, was ist für mich wichtig in einer Person? Was schätze ich? Was ist für mich wirklich wichtig in einer Freundschaft? Also was macht für mich Freundschaft aus? Und dann schreibt ihr das hier, weil ihr natürlich auf die Suche seid, von Personen, mit denen ihr befreundet sein könnt. Okay? Also ich suche und dann, weiß ich nicht, 4, 5, 6 die Eigenschaften, die ihr euch ausgesucht habt, auf einem Kärtchen schreiben. Okay? Auch ganz wichtig, ihr schreibt oben, so vielleicht oben links oder oben rechts, eine Nummer von 1 bis 1000, okay? Die Nummer, die ihr wollt. Das werde ich euch nicht erklären, warum ihr die Nummer euch aussuchen müsst. Das ist irgendwie ein Teil von dem Spiel, deswegen sage ich euch das nicht. Also, ihr schreibt hier eine Nummer von 1 bis 1000. Es wäre gut, wenn ihr kreativ seid und euch irgendwie eine, nicht 1, 2, 3, 4, sondern, weiß ich nicht, 270. Weil es wäre schön, wenn die Nummern sich nicht wiederholen, okay? Unter euch. Wenn sie sich wiederholen, ist auch nicht dramatisch, aber es wäre gut, wenn jeder eine Nummer für sich hat, okay? Also nicht vergessen, die Nummer zu schreiben. Ich suche Eigenschaften von einer Person, die mir sehr gut gefallen oder die für mich wichtig sind, okay? Also Karte Nummer 1, ich suche. Okay, warum Karte 2? Weil ihr sucht Freunde, aber... ihr sucht nicht nur jemanden, den ihr mag, sondern ihr müsst auch gemocht werden. Das heißt, was habt ihr eigentlich zu bieten? Also, Karte Nummer 2, ich biete. Also, was kann ich eigentlich bieten? Wie bin ich überhaupt? Was kann ich irgendwie, wenn du mit mir befreundet sein willst, was kann ich dir geben? Wie bin ich überhaupt? Also bin ich jemand, der irgendwie vielleicht leicht genervt ist? Das ist vielleicht irgendwie wichtig zu erwähnen. Also vielleicht positive Eigenschaften, als auch eventuell manche, die vielleicht nicht so schön sind, weil
Wir haben das auch in der letzten Stunde besprochen. Verständnis, Toleranz sind wichtige Eigenschaften von Freundschaft. Wenn ihr irgendwie bestimmte Schwäche habt, derjenige oder diejenige muss auch irgendwie Verständnis dafür haben. Wenn er sagt, nee, so ich irgendwie zickige Leute sind irgendwie nicht mein Ding. Also wenn ihr zickig seid, dann ist es vielleicht die Person nicht die richtige für euch. Okay? Also was habe ich zu bieten? Ich bin jemand, der gut zuhört. Ich bin jemand, der gerne quatscht. Ich bin gerne jemand, der oft lacht und so weiter und so fort. Okay? Hobbys sind auch in Ordnung natürlich, aber mir geht es ein bisschen eher darum, dass ihr reflektiert, wie ihr eigentlich seid von eurer Persönlichkeit. Okay? Bin ich irgendwie immer freundlich oder bin ich manchmal vielleicht nicht so gut drauf? Und ich hoffe, dass ich jemanden finde, der das auch versteht, dass ich nicht irgendwie immer gut gelaunt bin und immer nur am Lachen bin, sondern manchmal habe ich irgendwie Probleme und dann freue ich mich, wenn diese Person mich auch so akzeptiert, somit auch mit meinen Schwächen. Okay? Also, was habt ihr zu bieten? Wie seid ihr? Okay? Eure Charaktereigenschaften. Und nochmal, oben rechts und links oder unten rechts und links, egal wo, es soll eigentlich für mich sichtbar sein, dieselbe Nummer, die ihr auf der anderen Karte geschrieben habt. Okay? Das ist euer Kennzeichen sozusagen. Ja? Also nicht vergessen, zwei Karten, ich suche, ich bitte, die Nummer schreiben, damit ich weiß, wer ihr seid. Die anderen werden das nicht wissen. Und die Eigenschaften. So, wie viele, das überlasse ich euch. Es wäre gut, wenn mindestens vielleicht 3, 4 Punkte wären. Und was macht ihr damit? Ihr macht damit ein Foto, meinetwegen beide zusammen. Und das schickt ihr mir entweder per Mail oder an unseren Chat bei Teams. Okay? Also, erstmal überlegen, was suche ich, was habe ich zu bieten, also wie bin ich überhaupt. Wir reden natürlich von Freundschaft. Wenn ihr fertig seid, Nummer nicht vergessen, Kerzen nebeneinander, Foto machen und zu mir schicken. Okay? Mit den Bildern werde ich natürlich kein Video oder sowas machen, macht euch keine Sorgen. Damit arbeiten wir wahrscheinlich übernächste Woche, weil nächste Woche Ferien sind. Okay? Ich hoffe, es ist alles klar mit dem Video und falls ihr trotzdem Fragen habt, so wie immer, schreibt ihr mir einfach eine Mail oder eine Nachricht über den Chat und ich antworte euch, okay? Ich freue mich auf euer Anzeigen und bin gespannt, was da drauf steht, okay? Ciao, ciao.